Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spiel Final Fantasy. Ja, ich durfte jetzt endlich mal ein wenig schlafen und fühle mich wieder frisch, fromm, fröhlich, frei, wie es so schön heißt. Und stehe hier bei meiner Gildenchefin, und zwar bei der Hermetika-Gildenchefin. Die hat nämlich eine neue Quest für uns. Hallo Gameplayerin, bekommst du auch genug Schlaf? Das passt jetzt gerade wie die Faust aufs Auge. Das Studium kann einen ganz schön in Beschlag nehmen. Glyja möchte, dass du sie auf eine weitere Inspektion für die Zollbehörde begleitest. Sie erwartet dich unten in der Trainingshalle. Was für eine Trainingshalle? Hast du auch fleißig gelernt in letzter Zeit? Manchmal soll sie ja unangekündigt einen Test machen. Zwinker. Okay. Aber was für eine Trainingshalle? Hallo? Ein neuer Gefährte steht hier nur. Können wir denn irgendwo hier... Ist das eine Trainingshalle? Die Warnprüfung findet weiter hinten statt. Hallo? Ich will zu einer Trainingshalle. Müssen wir jetzt wahrscheinlich rausgehen, aber wie kommen wir dann dahin? Schauen wir mal, hier kommen wir wieder runter. Vielleicht müssen wir ja da runter, das weiß ich jetzt nicht genau. Es ist schon ein bisschen blöd gemacht. Sie wartet in der Trainingshalle. Woher soll ich wissen, wo die Trainingshalle ist? Ist das hier eine Trainingshalle? Das sieht so aus. Wir trainieren ja unsere Karfunkel. Ah, da unten steht sie. Ah. Ja klar, wir waren ja auch schon mal hier, ne? Haha. Da bist du ja. Ich habe über Nacht den Warenverkehr der letzten Monate analysiert und eine 88,88%ige Wahrscheinlichkeit berechnet, dass ein Handelsschiff aus Gridania, das gerade eben angelegt hat, nicht deklarierte Waren an Bord hat. Die Schmuggler werden dreister und dreister. Obwohl alle Schiffe, die in Limsa Luminsas Hafen angelegt werden, einer Inspektion unterzogen werden, versuchen sie immer wieder, sich durch Trickserei, Bestechung oder grobe Gewalt Zugang zu verschaffen. Genauer gesagt besteht für dieses Schmugglerschiff eine 75,01%ige Chance, dass es zu einer gewaltsamen Behinderung der Inspektion kommt. Deswegen möchte ich, dass du mich begleitest. Ich habe mir natürlich auch einen Ersatzplan zurechtgelegt, aber er erfordert die Kontrolle eines Topaz-Karfunkels. Hast du die Grundzüge der Beschwörung auch verinnerlicht? Ich muss mir ganz sicher sein. Deswegen machen wir das jetzt. Einen unangekündigten Test. Wenn du ihn bestehst, werde ich gestatten, dass Tybür Game dir beibringt, wie man einen Topaz-Karfunkel herbeiruft. Ah, cool. Hier nun die Testfrage. Wie groß ist der Wunderwinkel des Curioso-Quadrats in einem Beschwörungsethergramm? Natürlich größer als der Wunderwinkel des Obscurovals. Hervorragend. Natürlich ist er größer. Kleiner macht ja gar keinen Sinn. Hihi. In dem Beschwörungsethergramm sind die schützenden Kräfte des Topas-Edelsteins präzise magie-magnetische Formeln und Formen ausgedrückt. Mit dem Topas-Karfunkel an deiner Seite wirst du selbst in den heftigsten Kämpfen den Schaden auf ein Minimum begrenzen können. Genau das Richtige für die gefährliche Inspektion eines Schmuggelschiffs. Gehe zu Tybür Game und lass dir erklären, wie man das Karfunkel herbeiruft. Ich feile noch an den Einsatzplan und treffe dich dann später. Ja, danke schön, danke schön, danke schön. Ah, ist das schön jetzt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr damals warum. Wir kriegen ein neues Karfunkel. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das jetzt ein Karfunkel, das heilt. Ich war ja schon sehr überrascht, dass ich zuletzt drei Karfunkel gesehen hatte. Ich wusste ja nur, dass es zwei gibt. Ich bin mal gespannt, welche Farbe das jetzt hat. Du hast den Test also bestanden? Ich hatte natürlich keine Zweifel. Glyjas Inspektion wird eine gute Gelegenheit sein, das Karfunkel beherrschen zu lernen. Also, um ein Topaz-Karfunkel zu beschwören. Ah, ein gelbes, sehr schön. Ja, was denn? Achso. Ja. Das schmeißen wir jetzt auch mal nach oben. Was ist denn das hier? Ach so, das ist jetzt nur ausgekraut. Okay. So, schauen wir mal eben. Du rufst ein...
Ein auf Fernkampf spezialisiertes, ein auf Unterstützung spezialisiertes herbei. Okay, dann rufe ich das mal eben herbei. Mein schönes gelbes Karfunkel. Ich finde das so niedlich. Ich denke, ich muss mit ihr nochmal sprechen, bevor ich mich dann mit der anderen treffen kann. Oder so. Die Söldner, die dich auf der nächsten Inspektion begleiten, sind eingetroffen. Geistführen und AR Stota. Beide haben in der Vergangenheit Glyja auf Inspektionen begleitet. Gameplayerin, es freut mich, dich kennenzulernen. Wir werden ein gutes Team abgeben, da bin ich mir sicher. Wir haben schon so manchen Ärger bei den Inspektionen erlebt. Verlass dich ganz auf uns. Ja, aber wenn ich schon solche Leute jetzt brauche, denke ich mal, kommt jetzt irgendwas Großes. Die Morgenstern wird bald im Bierhafen einlaufen. Sie zu betreten dürfte nicht so einfach sein. Die Schmuggler bezahlen in der Regel Schläger, die am Pier herumlungern und ihre Schiffe schützen. Ich habe eine Wahrscheinlichkeit von 98,98% errechnet, dass dies auch für die Morgenstern der Fall sein wird. Ihr werdet euch einer Übermacht gegenübergestellt sehen. In so einem Fall empfehle ich, die Gegner einen nach dem anderen zu Fall zu bringen, die sogenannte Domino-Taktik. Erinnerst du dich daran, was ich dir beigebracht habe? Deine Taktik dient dazu, Wünsche zu verwirklichen. Also dann, wir treffen uns im Bierhafen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der Bierhafen ist, dann wäre das alles kein Problem. Ich schaue mal eben. Ist das hier auf der Karte oder ist es auf einer anderen Karte? Natürlich ist es im westlichen Nascosa. Ah, okay. Gut. Dann werde ich da mal eben hinreisen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt angekommen. Allerdings musste ich mich hier durchschmuggeln, weil, wie man da oben sieht, wir haben hier gerade ein fatales Ereignis bekommen. Das ist auch gerade erst vor knapp einer Minute hier gestartet. Und man kam da einfach nicht durch. Und da ich auf so einen Mist sowieso schon mal keine Lust habe und schon gar nicht, wenn die da einen im Weg rumstehen, habe ich mich da jetzt mal eben unsichtbar durchgeschmuggelt als Fischer. So, Glyja, dann wollen wir die Aktion mal anrollen lassen, Gameplayerin. Sag dem Fernkapitän am Kai Bescheid, dass wir hier sind. Vergesst nicht, wenn es Probleme gibt, wenden wir die Domino-Taktik an. Jo, die wird es ja sowieso geben, so wie die schon redet. Soll ich überhaupt hier rum? Warte mal. Nee, ich muss nämlich ans andere Deck. Ha, ich hab's gewusst. Aber die meisten scheinen hier im Unsichtbar-Modus rumzuschleichen. So. Achso, hier unten geht's runter. Da ist der Captain. Ei, ei, Captain. Du bist von der Zollbehörde, nicht wahr? Es riecht ziemlich nach Ärger hier. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, sowas ähnliches war mir schon klar. Jetzt habe ich mit ihm. Achso, doch, ich kann noch mal mit ihm sprechen. Ich wollte gerade sagen. Du hast sie erledigt. Schnell zum Enterboot, bevor noch mehr Schläger auftauchen. Wo ist das? Hallo? Der läuft in die Richtung, aber ich muss in die Richtung. Okay.
Oh, das sieht böse aus. Ja, ich wusste es. Stufe 19. Warum kriege ich immer nur Sachen, die eigentlich über meiner Stufe sind? Gut gemacht, Gameplayerin. Schnelle Entscheidungen, perfekte Ausführung. Es ist, als würde man dem Gildenmeister zuschauen. Es läuft wie am Schnürchen. Dank dir sind wir schneller vorangekommen, als ich es berechnet hatte. Erstaunlich. Seht nur, da ist die Morgenstern. Wart mit euch. Die Matrosen werden uns in ein Handgemenge verwickeln. Dabei haben sie nur eins im Sinn: Zeit gewinnen, um die Schmugglerware über Bord zu werfen. Aber wir sind nicht hier, um uns mit den Matrosen zu prügeln. Wir wollen in den Frachtraum. Also müssen wir die feindlichen Linien so schnell wie möglich durchbrechen. Dafür ist eine Blitzattacke am effektivsten. Wie ein Keil stoßen wir durch die Matrosen und dringen im Handumdrehen in den Frachtraum vor. Das ist ein gefährliches Vorgehen, aber wir haben ja die unbesiegbare Gameplayerin auf unserer Seite. Naja, auf geht's! Unbesiegbar würde ich mich nicht nennen, ich bin auch schon zweimal gestorben. Mindestens einmal, weil ich mich nicht heilen konnte. Einen schönen guten Tag, meine Herren Seefahrer. Ich bin Hauptzollinspektorin Kylia von der Milvaner Zollbehörde. Ich und meine Hilfsinspektion betreten das Handelsschiff Morgenstern zwecks einer spontanen Überprüfung ihrer Waren. Herzlich willkommen an Bord. Natürlich haben wir nichts gegen eine Inspektion, aber ausgerechnet heute klemmt die Tür zum Frachtraum. Ich schlage vor, die Inspektion ausfallen zu lassen. Der Vorschlag ist abgelehnt. Jedes Schiff, das in Limsalominse anlegt, wird von der Zollbehörde inspiziert. Wenn das so ist, dann bleibt uns wohl keine andere Wahl, die leblosen Körper der werten Inspektoren nach dem tragischen Seeunfall davon zu treiben sehen. Ich stehe natürlich direkt in erster Reihe. Ich weiß gar nicht, wo ich angreifen soll. Einer nach dem anderen.
Wer? Ach, der ist unser Heiler, oder wie? Wieso kann ich dir nicht... Hallo? Bist du nicht mein nächstes Ziel? Nimm doch mal das Ziel an. Ach so, müssen wir den oben gar nicht machen? Oder war der da jetzt schon bei? Also das mit automatisch Ziel erfassen ist irgendwie nicht so dolle, weil er hat nicht das Ziel erfasst, was ich haben wollte. Er stand stellenweise ohne Ziel da. Gut gemacht, Gameplayerin. Schreiten wir jetzt zur Inspektion. Ah! Wer wird denn da ohne anzuklopfen meinen Frachtraum betreten wollen? Sieh an, das Schoßhündchen von Admiral Mecker-Weib. Schlechte Manieren wie ihr Frauchen. Du? Ja, ich. Erstaunlich, wo man sich so wieder trifft. Was machst du hier? Du wurdest doch verbannt. Kylia, es ist in Ordnung. Wir sind bei dir. Bleib weg von mir. Beruhige dich doch. Was ist denn in dich gefahren? Wen wundert's schon, wenn ein Schoßhündchen kläfft und zittert. Aber es will ja nur spielen. Hier, hol das Stöckchen. Es wird Zeit, dich richtig abzurichten. Und diesmal bin ich nicht so ein liebes Härchen wie damals. Jetzt in Ohnmacht gefallen, oder was? Kili hat das Bewusstsein verloren. Wir müssen die Inspektion abbrechen. Ziehen wir uns zurück. Wir kümmern uns um Kilia. Gameplayerin, schaffst du es alleine zurück zur Gilde? Krieche zurück und leck Admiral Mecker-Weib die Schuhe, Schoßhündchen. Ich habe gedacht, wir müssten sie jetzt beschützen. Aber so ist auf jeden Fall einfacher für mich. Eieiei, sie liegt immer noch da. Ja, wo müssen wir jetzt hin zurück? Ich denke mal komplett zurück. Ja, sieht so aus. Komplett zurück zur Gilde. Okay, dann werde ich da jetzt erstmal hinreisen und wir sehen uns dann gleich dort wieder.
Du bist zurück. Wo sind die anderen? Was, die Inspektion war ein Fehlschlag? Glühja ohnmächtig? Deiner Beschreibung nach handelt es sich um den Piratenkapitän Dues Maga. Er ist ein besonders übler Vertreter seiner Zunft und wurde aus Limsa Numinsa verbannt. Wie kann er es wagen, sich an Glühja zu vergreifen? Hätte ich gewusst, dass er seine Hände im Spiel hat, hätte ich sie damals losgeschickt. Glühja wird sich eine Weile ausruhen müssen, um sich von dem Schock zu erholen. Dues Maga und sie haben schon in der Vergangenheit miteinander zu tun gehabt. Es ist etwas vorgefallen, über das sie nicht sprechen kann. Im Augenblick können wir nichts für Glühja tun. Konzentriere dich auf dein Studium und dich abzulenken. Wenn du wieder bei Kräften bist, lass es mich sofort wissen. Das bringt uns alles nichts. Das bringt uns wirklich alles nichts. Na gut, dann nehmen wir halt mal das Gold. Und wir haben ein besseres Grimoire bekommen, so wie es aussieht. Also zumindest ein neues. Ja, es ist ein bisschen besser. Perfekt. Dann werde ich das doch mal direkt anlegen. Und speichern. Ich guck mal eben Optimierung. Oh, nee, das ist ernsthaft eine Optimierung. Aber die Robe ist doch keine Optimierung, hä? Okay, den Wickelrock, der ist schon eine Optimierung. Okay, da schauen wir auf jeden Fall noch mal kurz rein. Aber die Kappe, oh, nee, wenn ich die Kappe anziehe, dann ziehe ich wieder alles andere aus. Und also das mit der Optimierung ist, glaube ich, dass ich dann insgesamt die anderen Sachen anziehe. Moment, Hose, da war doch noch eine Hose. Hier anlegen. Schuhe haben wir auch welche, die wir anlegen können. Oh, das sieht aber schon sehr viel schicker jetzt aus. So, da hatten wir jetzt keine von. Brustbereich haben wir auch nichts Besseres. Da war aber noch ein Ring. Der aber offensichtlich nicht besser ist, okay. Oder habe ich den... Moment, vergleichen? Okay, doch, ich habe aber auf jeden Fall einen Ring an. Ja, dann würde ich sagen, dann lasse ich das einfach so. So, und dann würde ich auch sagen, dass wir hier für heute erstmal einen kleinen Cut machen. Und ja, da wir ja schon ein bisschen, was heißt ein bisschen, da wir schon fleißig gelevelt haben, können wir ja die nächste Folge, beziehungsweise die nächste Quest hier bei der Hermetiker-Gilde auch annehmen, habe ich gerade gesehen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.